Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Home. Heute ist mein Freund CleverMax3 mit dabei. Hallo. Wir bauen heute weiter an der Tür. Heute geht's weiter mit dem Keycard-Mechanismus. Und der kommt dann wahrscheinlich hier vorne hin. Also. Erstmal wieder ein bisschen Platz machen. Ist die Tür jetzt kaputt? Nee. Ein Pisten ist aufgefahren. Ja. Gut, dann muss ich auch hier irgendwie wieder rauskommen. Also als erstes brauchen wir hier einen Spender und hier. Ich hoffe, das kommt sich nicht in die Quere mit den beiden Techniken von Türe und Keycard-Mechanismus. Ja. So machen. So, jetzt muss ich hier Stein setzen. Hier einen Trichter hin. Hier noch ein Spender. Sollte und hier ein Trichter. Oder einigermaßen passen. Von den Abmessungen her. Hier kommt wieder das. So. Okay. Ja, jetzt guck dir das Tor an. Yep. Dann hier Stein. Komparat. Dann hier Stein. Redstone. Hier hinten ist der Output. Das führen wir nachher dann rüber zum Schalter. Dann kommt hier noch ein Repeater hin. Und hier drüben kommt eine Redstone-Fackel hin. Hier kommt so, oder? Verstärker Stufe 3, da muss ich mir noch einen machen. So, Stufe 3, hier Redstone. So. Ich habe noch 58 Redstone. Die müssen jetzt halt wo genau rein? Die kommen hier rein. 1, 2, 3, 4 und 19 hier. Wenn ich jetzt halt 1 einlege, halte ich es gleich wieder und das Ding geht an. Gut, geht die Tür noch. Das ist auch noch. So. Einmal Türe testen.
Gut, zugehen tut sie. Aufgehen tut sie auch, gut. Dann verkleinern wir mal das hier noch ein bisschen. Hier baue ich wieder zu. Dann ziehen wir uns unser Signal hier. Und der Schalter ist irgendwo da vorne. Kannst du mal ein paar Fackeln besorgen? Clever, Max. Wie viel brauchst du? Einfach nur so ein paar, um die Technik auszuleuchten, so 10 vielleicht. Dann. Ich hab schon welche. Okay. Ich brauch Komparator. Dann tausche ich das hier aus, so Redstone. Hier ein Block. So, hier muss ein Repeater hin. Den muss ich mir noch craften wieder. Dann. Redstone. Dann brauchen wir einen kleinen Komparator. Oder ja, es passt auf jeden Fall. Hier oben muss jetzt doch ein Block hin. Ich weiß nicht, ob der reicht. Das werden wir gleich sehen. Noch ein Verstärker. Dann einmal Redstone-Leitung hier, und jetzt müsste es genau verkehrt rum sein, wenn ich jetzt halt hier einmal einlege. Wenn ja. Ich hier so. Und da ich das zu schnell ist, geht sie gleich ein bisschen kaputt. Dann reparieren wir das einmal. Dann brauche ich da hinten eine Redstone-Fackel statt dem Redstone. Jetzt ist sie zu. Gut, wenn ich jetzt hier Redstone einlege. Okay, irgendwas ist da durcheinander gekommen. Die sollte jetzt eigentlich zu sein. Ich repariere die mal schnell und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt den Fehler gefunden. Das ist hier mit dem Repeater und dem Block, da wird der Kolben auch gepowert. Deswegen geht es so nicht, also versetze ich jetzt einfach den Keycard-Mechanismus
einen Block weiter nach vorne. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder. So, die Türe funktioniert jetzt, auch das Keykartensystem. Aktuell ist es noch Redstone, also wenn man hier eins einlegt, geht die Tür auf. Und nach einer Zeit schließt sie sich wieder. Also von außen kommt man mit einer Keycard rein. Jetzt muss man nur noch dann von innen rauskommen können. Habe ich noch Repeater? Nein. Dann müssen wir uns kurz Repeater machen. Das machen wir mit einem Knopf, ganz einfach. Hier einen Repeater rein. Dann hier Stein. Hier ein Redstone. Und dann lassen wir es hier einfach hochlaufen. Ich mache mal hier die Wand ein bisschen auf. What? Ja. So. Okay, interessant. Ich habe gerade irgendwie die Hälfte gedroppt von den Items, die ich hatte. Wie droppt man die Hälfte, bitteschön? Rechteck und ein Kuh, glaube ich. Aber keine Ahnung. Nee. Ich hab mich in so einem Wüstentempel drin. Ich finde den Ausgang nicht. Ach ja. Ich habe eine ertrunkene Stadt. Die habe ich jetzt nämlich aufgefallen. Oha. Indem man sich nur die Hälfte halt nimmt, indem man kurz E drückt, auf das Ding geht. Nee, ich war nicht im Inventar. Rechtsklick macht und dann Dings macht. So kann man die Hälfte droppen. Wie es sonst geht, weiß ich nicht. Okay. So, der Knopf ist angeschlossen. Mal schauen, ob alles funktioniert. Aufgehen tut's. Und schließen tut sich's auch wieder. So, dann mache ich alles wieder schön. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt halt einigermaßen alles schön gemacht. Und jetzt funktioniert auch alles. Hier habe ich die noch umbenannt, einmal in bitte Keycard einlegen und hier Keycard entnehmen. Und ja, aktuell ist es noch Redstone, es wird aber ausgetauscht. Funktioniert jetzt. Hier drin ist unser Knopf. Ja, also die Tür ist jetzt fertig. Material muss man noch austauschen. Ich weiß noch nicht, was Maxi da als Material haben will. Soll man sich noch mal fragen, was mache ich dann noch? Glasierte Keramik. Welche? Glasierte Keramik kann man nicht verschieben. Kann man die nicht verschieben? Doch, nee. Genau. Interessant. Deswegen wird die ja auch einfach mal als Aufzugsschacht. Ja, ich dachte, man kann die nicht mit Schleimblöcken oder so verschieben, aber mit Kolben selbst schon. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht, ist mir egal, ich frag mal sie einfach. Verschiebbar oder nicht mehr verschiebbar, soweit ich weiß. Ja. Würde auch mehr Sinn machen von Minecraft her. Ja, okay, das ist jetzt halt alles einigermaßen fertig. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.